Hallo Piloten, mein Name ist Jeremiah Rose und ich bin einer der sogenannten Backer von Star Citizen. Das bedeutet, ich mache keine Brötchen für dieses Spiel, sondern ich habe es finanziell unterstützt. Und zwar Ende 2013 bereits. Da habe ich mich engagiert in einem sehr kleinen Rahmen, muss ich dazu sagen. Ich habe ein sehr kleines Paket gekauft mit einem Schiff. Anders als manche Leute, die drei- oder vierstellige Beträge dort investiert haben, mache ich das Ganze hier auf eine etwas sinnvollere, auf eine etwas vernünftigere Art und Weise, wie ich denke. Zum Spiel. Das ist das erste auf diesem Kanal, was ihr so jetzt hier öffentlich seht. Ich habe bereits eins vor einem Jahr gemacht, nur für mich, und dort den Stand der Alpha mal festgehalten. Zum Video und zum Spiel. Heute werde ich einen eingeschränkten Blick auf das Ganze mal werfen, öffentlich sozusagen. Wir werden das Multi-Crew-Management angucken. Das ist ein Aspekt von Star Citizen, der Aufmerksamkeit bekommt und möglicherweise auch verdient. Das bedeutet nämlich, dass mehrere Spieler gleichzeitig in einem Schiff aktiv werden können. Das ist beispielsweise etwas, was EVE Online nicht leistet, was andere First-Person-Shooter im Weltraum alle nicht leisten. Und das ein Aspekt ist, der besonders Teamplay-orientierte Clans zu faszinieren scheint. Und das wird das Thema sein. Bevor wir aber einsteigen, noch ein paar Worte allgemein zu Star Citizen. Das muss man ja loswerden. Und ich möchte auf diese Weise vielleicht schon Kritik entkräften oder Erwartungen möglicherweise dämpfen. Denn es gibt, soweit ich das sehe, drei Arten von Star Citizen Menschen. Und zwar erstens die Hardcore-Fans. Das sind jene, die hier große finanzielle Summen in das Spiel stecken, die sich damit schon sehr viel beschäftigen, die die Story kennen und so weiter. Ja, die Kritik und so weiter mit einem geradezu euphorischen Eifer entgegentreten. Und es gibt dann auf der anderen Seite die dunkle Seite, beispielsweise die Skeptiker, die Leute, die kritisieren, die hier einen sehr großen Fall vor sich haben, die glauben, dass das Ganze möglicherweise scheitern könnte. Und im Internet kursiert seit Monaten, seit Jahren eine heftige Debatte zwischen diesen beiden. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die das ganze Thema hier milde interessiert, nett gesagt, die peripher möglicherweise daran interessiert sind und oder die sich gar nicht dafür interessieren. Und dazu zählte ich beispielsweise eine lange Zeit. Aber so, jetzt zum Thema. Ihr seht, der Hangar, ich bin jetzt hier rumgelaufen. Im Moment, diese Woche, kann man alle Schiffe bestaunen, wenn man eben einer dieser sogenannten Unterstützer war und so ein bisschen Probe fliegen. Der aktuelle Stand von Star Citizen, ohne jetzt allzu viel zu verraten, ist Alpha. Tiefe, dunkle, einfache Alpha. Das bedeutet, das grobe Konzept ist schon zu sehen, dass die Grafik ist auf einem sehr hohen Level bereits angesiedelt, sieht man ja sofort. Aber die Bedienung und die Bugfixes, die stehen noch aus. Also hier ist noch eine Menge Feintuning angesagt, bevor das Ganze tatsächlich zu einem Spiel werden kann, das dann diesen Namen auch verdient. Okay, so. Wir schalten uns jetzt live in das Projekt Multicrew Management. Viel Spaß dabei. Ich glaube, Landing Gear Deployed steht da. Okay. Ich sehe dich nicht. Das war ein bisschen hart, oder? Wie steige ich denn jetzt hier aus? Nochmal F drücken. Also. Ja, aber dann. Ich glaube, ich bin am falschen. Ja, ich steige jetzt hier aus. Wie kann man nochmal Sichtweise ändern? Ah, so. So. Und hops. Toll, dass wir hier eine Gravitation haben auf den Dingern. Ah, da seid ihr ja. Oh, du hast eine echt schnelle Bewegung hier, echt? Ja. So, dann machen wir mal. Das wird vielleicht. Ach, da seid ihr. Da. Wow. Die Landung habe ich jetzt nicht gesehen, aber okay. Bei mir jetzt wenigstens. Guck mal, wer da kommt. Bist das du, Rockmonster? Toll. Ach, komm ich hier überhaupt? Oh, ich. Ah, genau. Komm, ich helfe dir raus. In der Origin kann ich mich ja bewegen. Die bewegen. Komm her jetzt. Warte, ich muss die Tür öffnen. Wir wollen ja in dem großen Pott da hinten mitfliegen gleich. Moment, die Tür geht ja schon auf. Ja, ich helfe dir raus. Komm. Ja, komm her. Trau dich. Wo bist denn du? Jetzt komm runter. Robert, ich muss gerade nochmal nachgucken, wie ich hier lande. Hey. N ist Land. Weißt du was? Ich kann deinen Hals sehen. Dein Hals ist unbedeckt. Was? Meiner auch? Du hast keinen. Doch, guck mal hier. So, siehst du meinen Hals? Nein, du hast keinen.
Natürlich habe ich einen Hals. Nein, du hast keinen Hals. Ich kann sogar durch deinen Helm gucken und dann wieder hinten raus auf deinen Nacken, der nicht ja, aber eben habe ich deine Haut gesehen. Das heißt, entweder das war deine Haut, bin ich sicher. Ist ja cool. Ist ja ein toller Weltraum hier. Aber wir helfen jetzt erstmal Rockmonster zu landen. Mach das Schiff nicht kaputt. Wir wollen, dass alle gleich fliegen, ne? Wie kann man eigentlich nach vorne striven? Ich kann mich nur nach vorne beschleunigen, aber. Oh Gott, ich gehe ein bisschen zur Seite. Oh ja, den Trailer für die Cutlass, den fand ich cool. Okay, jetzt einfach nur runter. Ganz langsam runter. Ey, die bewegen sich doch viel zu schnell, diese warte, Schiffe. Warte, dein Landung. Lande. Jetzt einfach runter. Ja, jetzt kannst du. Wie das so aussieht, guck das an. Das ist so, als wenn du im Auto sitzt und du gibst einfach Gas und bist direkt bei 150 Stundenkilometern, ne? So. Wow! Da Fuck! Okay, okay. Oh, okay. Okay, gut. Oh Gott, ich back hier gerade durch die Gegend. Scheiße! Oh Gott, mach's nicht kaputt, wir wollen jetzt gleich. okay, ich hab die Luke aufgemacht. Oh naja, dein Gott. Schiff ist ein bisschen im Boden, ne? Ja, wir machen sogar die Texturen hier kaputt. Wie sollen wir denn da einsteigen, wenn das so im Boden versunken hier auf ist? Hier auf dem Flügel, kommt mal, versucht mal irgendwie hier hoch. Was ist das Konzept hier? Wie soll man hier aussteigen? Wie komme ich hier hoch? Mal die Luke hinten auf. F drücken. Na, Bünd. Hallo. Hallöchen. Na, ihr seid auch fleißig dabei? Ja, wir steigen gerade alle in ein Schiff ein. Ach, da. Ich bin hier festgebacken. Das ist ja geil. Ich meine, das ist, hat ja so gar nichts was von dem Flair, den alle verraten. Das ist ja genauso buggy wie Arma. Okay, dann steig mal ein. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Seid ihr drin? Arrow, disconnect. Hier ist alles eingefroren bei mir. Authentication fail. Ah, okay. Ja, deswegen wahrscheinlich. Okay. Echt jetzt? Oh Mann. Oh Mann. Wunderbar. Alles dunkel. Oh. Timeout hatte ich. Ja, wir alle. Wahrscheinlich wegen dem. Ich habe irgendwie Angst hier zu landen. Was soll ich denn jetzt machen? Helf mir mal einer. Also du musst gerade dich gerade stellen und dann vorsichtig runter. Ich weiß nicht, warum das so arg ist bei dir. JR, du bist in der roten, ja? Ja. Hast du überhaupt N gedrückt für den Landeassistenten? Nein. Landing Mode. Landing Mode activated. Sieht gefährlich aus. Landing complete. Landing not complete. Collision. Landing. Collision. Ja. So. Start. Ich bin gelandet, ganz regulär. Mehr als ich von mir bekommen kann. Jetzt bist du angehalten. Kann man das irgendwie strafe vorwärts machen? Also man kann vorwärts fliegen, aber wie kann man denn strafe machen? Ja, du kannst vorsichtig Schub geben. Ey, du kannst auch vorwärts strafen irgendwie, aber frag mich jetzt mal nicht wie. Ja, da stand irgendwie OC, aber ich weiß nicht, was da... Wow, wow. Vorsichtig. Leute, wo seid ihr denn jetzt? Ich bin auf Pad 2, da ist noch eine Menge Platz für jemanden. Ja, ich warte gerade, dass ich auf der 1 abgeholt werde. Ich will auf der 2 abgeholt werden. Oh wow, fuck, ich war gerade in Zero G. Oh Gott. Und ich mach das jetzt ganz vorsichtig. Ich muss mich jetzt hier gerade erstmal orientieren, wer hier. Rockmonster ist gestorben. Nein, das ist Quatsch. Die Karte ist schon welches Ding. Du kannst auf die 3. Wie das aussieht. Gut. Wie war's auch? Das sieht doch nicht aus wie Schwerelosigkeit. Das sieht aus, wenn wir also auf Schienen fahren hier. Dieses Fliegen, ehrlich. Das ist einfach schnell. Das ist einfach. Vor allem deine Mini-Triebwerke, die du da hast, ne? Die bewegen sich ach irgendwie, oder? Na los, ihr landet gleich. Noch 2 Meter, perfekt. So, jetzt steigt mal ein und dann holt ihr mich von der 2 ab. So, warte mal. Machen wir gleich noch Gextroll ab. Der wartet dann auf der 3. Kann ich die Leiter hier irgendwie runter machen? Oder? Wieso gibt's hier keinen Knopf, um die Leiter runter zu machen? Ach genau, du machst die Landeklappe für mich. So, auf, ich hab die Radbinden aufgemacht, du kannst rein. Ja. Hi. Hallo.
Mein Schiff hatte keinen Sprit mehr. Okay, dann rampe jetzt zu und dann mal sehen, was passiert. Mal sehen, wo ich hin kann. Wo darf ich denn? Du kannst dich zum Beispiel auf den Co-Pilotensitz setzen und nichts tun. Warte mal, ich glaube, man kann hier durch die Gegend fliegen. Waren seine letzten Worte. Ich hab das Gefühl, ich kann nur schießen. Oh, ich glaube, man kann die Rampe. Wo bist du jetzt? Schau mal auf die zwei, ne? Guck da, da ist ein rotes Schiff. Ja, ich bin hier. Ich schmeiß eine Rauchgranate. Hey. Ah, Star Citizen braucht noch so viel. Wir könnten so viele Ideen beisteuern, ne? Yes. Oh Gott! Oh, oh Gott! Alles geplant, alles geplant. Oh Gott, geh bitte noch ein bisschen vorwärts, bitte, bitte. Danke. Aber JR hat gerade sein Leben an sich vorbeiziehen sehen. Ich glaube, mein Schiff geht. Oh, schick gelandet. Super. Super. Ich möchte gern den lieben JR empfangen. Ja, ich echt? Komm, ja. Komm, du hast einen Co-Piloten, ne? Ich habe einen Sechserpack dabei. Achso, ja, dann Co-Pilot, mach du das mal. Ja, wenn ich hier rauskommen will. Oh, sorry, ja, warte. Na, vielen Dank. Du könntest natürlich auch die Crew-Luke benutzen, aber ich mach dir sogar hinten auf. Hm, er lässt dich hinten rein. Wir nehmen den Backstage-Eingang, aber ach, da hinten, ah, hallo. Ich könnte ja noch eine Luke unterhalb guten aufmachen. Guten Tag, der Herr. Ja, hi, wird mich alles, oh, okay, wow. So, und wie ist das? Jetzt ist okay, oder nicht? Wer will in den Turm oben rein? Ich will in den Turm oben. Achtung. Oh! Okay. Ja. Yeah. Okay. Also was lohnt sich das? Muss ich pass das auf, du kannst da drin wirklich schießen. Ja. Kannst ja mal okay. Gleich auf dein Schiff schießen, wenn wir weg sind. Jetzt ist die Frage, wo kommt Nummer 4 hin? Kann der hier einfach so stehen bleiben? Das bezweifle ich. Der kann er wahrscheinlich einfach stehen bleiben, das kann sein. Das ja, bezweifle ich. Aber auch im Lade, in der Ladefläche gibt es auch Sitzplätze hinten. Wenn nämlich, also gab's zumindest mal. Ja, stimmt, da kannst du dich auch hinsetzen, ja. Was kann ich eigentlich machen? Gar nichts. Warme du bist Luft. Absolut nutzlos. Yeah! Und jetzt kann jemand dort stehen, während das Schiff rumfliegt, ja? Das sehen wir gleich. Schön übrigens, dass du dich so mittig hingestellt hast, dass ich auch absolut keinen Platz habe zu landen. Soll ich den weglegen nochmal? Bitte so weit zur Seite wie möglich. Hey, ich mach ja schon. Und ja, siehst du dein Schiff? Nein. Das ist ein seltsamer Turm hier. Die Frage ist jetzt, komm ich in das Scheißding wieder rein? Jetzt müsstest du es vor dir sehen. Da ist mein Schiff. Mach's tot. Oh, schau mal auf die Landefläche darüber. Mal gucken. Ja, das Problem ist, ich habe keine Option mehr zum Einsteigen. Ah, doch jetzt. Versuch's noch ein wenig weiter links. Ja, ach, das sind die Hülsen, die wegfliegen. Ah. Okay, gut. Ich glaube, wir sollten nicht so viel schießen, dann machen wir aber sonst was kaputt. Und wie kann ich aus dem Turm jetzt wieder aussteigen? Warte mal noch. Kurz. Mit M. Armer und in irgendwas drinstehen, während es fährt, ne? Haben wir schon Erfahrungen. Sind wir schon gelandet? Nein. Nein, ich warte gerade darauf, dass der da unten Platz macht. Flieg jetzt nicht zu weit hoch. Nee, wie kann ich ihn nach links Gott. Strafen? Mit Q. Noch weiter. Oh Gott. Kann man nicht Stück. Abstand halten? Noch ein Stück. Noch ja, ein reicht, Stück. Reicht. Bist du dir sicher? Oh, er hat mich jetzt gerade von alleine gelandet. Ohne dass ich was gedrückt hätte, soll mir auch recht sein. Ich will wieder aussteigen aus dem Turm. Es ist einfach schön, wie lang diese Aussteigesequenz dauert. Interact was hat. Hat Mode, Enter. Ich drück jetzt alles mal durch. Das ist ja geil. Ja, jetzt kannst du mit F kannst du aussteigen. Okay, ich steig jetzt aus. Proximity Alert.
Ja, schön. Ah, oh, ist das cool. Hallo. Na, ah. Fahr das Ding wieder hoch. Wo kann... Ach, da kann man... Mensch, der, räum doch auf. Schon ich muss sagen, PBR sieht einfach scheiße geil aus an den Dingern. Kannst du sagen, was du willst. Schau mich an, ich sitze in einem Passagiersitz. Ich freue mich. Wisst ihr, was ich mal ausprobieren will? Wieso ist die Luke da Moment. Unten? Ja, stell dich doch mal bitte da drauf. Echt jetzt? Wir wollen testen, was die Engine hergibt. Wir sind so froh, dass wir alle gelandet sind und in einem Schiff sind. Echt jetzt? Oh Mann! Oh! Okay. Der Schiffsanus. Kann man, sind wir jetzt alle vier zusammen, ja? Die Luke wieder hinten aufmachen? Ey, wie hast du diese Waffe gezogen? Waffe ziehen? Was? Wie? Ich hab einmal geklickt. Oh! Mach mal hinten bitte auf. Mausrad ist kaputt. Mausrad nach unten. Kannst du einfach nur klicken, dann geht das. Also bei mir ging das auch so. Von wegen, wir arbeiten auch am First-Person-Shooter-Modell. Vorsicht, Mann! Vorsicht. Hey, so, jetzt tut mir mal einen Gefallen, jetzt stellt euch mal bitte vor die Rampe, ihr drei. Also, wir ich mach da jetzt ein Bild, das muss ich mir aufbewahren. Ja, mit Pistolen. Mit Pistolen. Wo ist denn hier die Nummer 3? Wer auch immer runtergekommen ist. Wo ist denn Nummer 3 jetzt? Wir sind doch alle draußen. Wir sind doch alle da. Ich bin die. Wir sind doch 4 Leute, oder nicht? Ja. Und wo ist die Nummer 3? Wir sind doch alle hier. Scheiße, hier wird der vierte Spieler nicht für mich angezeigt. Wie für mich vorhin dein... Ich stehe jetzt direkt an der Rampe. Geh mal bitte auf die Rampe in der Mitte. Ja, du bist völlig unsichtbar für mich. Okay. Faszinierend. Stellen sich mal bei den zwei vor die Rampe, dann habe ich ein Bild für die Ewigkeit. Das Beste wäre, wenn man sich irgendwo wieder vielleicht nochmal reinsetzt und... Nee. Einfach mal kurz davor stellen, das reicht schon. Super, danke, oh, toll. Oh ja, mit Pistolen, ne? Yeah. Das ist mal Richtung der Station. Dankeschön, danke. Ey! Ich werde Schiff kaputt machen, Mensch. Wow. So tolle Bilder, das Spiel sieht so toll aus. Oh ja. Wenn sie noch so mehr bieten. Fertig. So ja. Fertig. Aber es hat jetzt geklappt. Jetzt einfach mal ein bisschen rumfliegen. Jetzt schwebt hier die Waffe bei mir in der Luft. So, Die Einschusslöcher sind bei mir in der Luft. Wir können ausprobieren, was passiert, wenn ihr rumsteht, während ich rumfliege. Ich versuche gerade erstmal. Ich möchte kurz mal auf den schützen. Ja, flieg mal. Also mein Schiff ist jetzt flugbereit. Ja, wir fliegen mal ein bisschen durch die Gegend. Ich bleib hier stehen. Könnt ihr gerne stehen bleiben. Also ich sitze jetzt auf dem. Ich würde aber gerne ins Cockpit gehen, geht das? Ja, du kannst als Co-Pilot einsteigen. Ich guck dir einfach hier zu, wie du hier fliegst. Ich stehe jetzt gerade rechts hinter dir. Ja, ich fliege jetzt los, Achtung. Yep, und ich bin aus dem Schiff gebackt. Scheiße! Ich glaube, mein Anzug verliert Sauerstoff. Irgendwas ist. Echt? Scheiße, ich bin 500 Meter über der Stadt, über dem Dreierpad. Es hört sich ein bisschen bedenklich an hier. Du bist über uns. Ja, ich fliege hier in der Luft. Also ich bin jetzt gelandet. Kannst du runterfliegen zu uns? Ja, wenn ich die Steuerung für den IWR-Anzug kennen würde. Ich glaube, dafür ist noch nichts implementiert. Du kannst schon dann F drücken. Dann hast du so einen kleinen eigenen Jetpack. Ah, irgendwas hört sich hier kaputt an. Das ist jetzt cool, wenn ich als Pilot sehe, wie die jetzt hinten aussteigt. Ich kann aber nicht aussteigen, das ist so ein bisschen scheiße. Die Luke ist frei offen, ne? Der Heartbeat ist ja nicht zwangsweise... Ja, kannst du mal aufhören, mein Schiff zu ballern? Das würde mir echt helfen hier. Kann man jemand die Cutlass in die Luft jagen? Bitte. Was, die Cutlass? Nein, warum? Lass die in Ruhe. Weil ich stecke auf dem Pod. Ja, drück doch mal F, kannst du nicht aussteigen. Hey, yeah, ich habe F gedrückt und dabei steigt er jetzt aus. Cool. Halt mal F gedrückt. Ich halt F gedrückt, ist klar. Nicht du, sondern hier. Ja, du bist ja nicht vorbeigelaufen. Alles klar, ich habe gelandet und wir haben einen Abstand von 4 Zentimetern zwischen den Schiffen. Hier hinten am Ausgang. Wie kann man hier schießen? Ja, hallo. Ach, so, ich komme jetzt rein. Also jetzt hopp auf zu ballern, wir spielen jetzt hier vernünftig. Ja, wir haben nämlich eine Mission bekommen. Ja, erstmal muss jetzt wieder zwei landen. Ich mache erstmal das Loch im Boden zu. Achtung! Das war knapp.
Okay, ich bin der Co-Pilot. Alles klar. Co-Pilot. Ah, erstmal rumschießen. Na los, Leute, alle Mann rein. Ich Platz von mir aus sogar den Kommando. Wir gucken uns jetzt das Multicrew-System hier mal an. Du musst nur noch mal, aussteigen, ansonsten komme ich nicht an meinen Platz vorne. Ach echt jetzt? Ja, das Ding fährt nach rechts und dann ist er dicht. Was ist das denn für eine Konstruktion? Keine Ahnung. Hey! Aber ich sehe den vierten Spieler hier nicht, das ist ja nicht zu fassen. Na, vielleicht jetzt. Nee. So, Jay, jetzt kannst du einsteigen. Ich steig jetzt ein. Okay, ich sitze. Gag's voll. Geschossen. Nummer 1, bringen Sie uns in einen Orbit rund um den Planeten Risen. Die Bewohner sind uns möglicherweise feindlich gestimmt. Mr. LaForge, nehmen Sie ein Außenteam und beamen Sie auf die Oberfläche runter. Wow! Das könnte es ein bisschen gehen, bis wir da unten sind. Und vor allem sagt irgendwann das Level, wir sind am Ende. Okay. Also einer ist jetzt in dem Turm drin, ich bin der Co-Pilot und wo ist denn Nummer 4? Da ist überhaupt, ihr seid nur zu zweit. Ah. Ey, wo ich seid bin auch immer sehr gespannt, wie sie diesen Wechsel zwischen, Orbit und Planet irgendwo umsetzen. Ja, sollen wir euch vielleicht mal mitnehmen, dass wir mal zu viert in dem Ding fliegen? Ja, das Problem ist halt wieder nur, ne, wenn wir uns hinsetzen, ist das vielleicht wieder vorbei. So, und da kommen wir jetzt schon so langsam zum Abspann. Und möglicherweise gibt es an der einen oder anderen Stelle Bauchgrummen zu dem, was man da gesehen hat. Erstmal wegen mir, weil möglicherweise seid ihr gewohnt, ich gehe so ein bisschen anders an Spiele ran, so ein bisschen professioneller und ich bin schon so ein Profi, was das angeht. Davon muss man sich an dieser Stelle, was Star Citizen jetzt geht, lösen. Zumindest an dieser Stelle, weil ich wollte das Spiel ganz bewusst total unverfänglich auf mich wirken lassen. Die ganzen Schiffe, die Steuerung, wie intuitiv ist das für einen Einsteiger, wie anfängerfreundlich ist das. Und wenn man sich da vorher erstmal 2 Stunden mit beschäftigt oder 10 Stunden, indem man die Story liest, das Marketing, die Berichte der Leute, wenn man Let's Plays und Tutorials guckt, dann ist dann ist das nicht das Gleiche. Dann ist das absolut nicht das Gleiche, wenn man da ein Video drüber macht oder wenn man jetzt so über das ganze Spiel redet, weil man ist man schon so ein bisschen drin. Und ich wollte auf jeden Fall für mich und auch für euch festhalten, wie ein Spiel wirken kann auf jemanden, der das zum ersten Mal so sieht. Und nun ja, ihr habt ja gesehen, wie das ist. Also der Ersteindruck, was heißt Ersteindruck, der Zwischenstand, wenn man das so nennen kann, jetzt nach einigen Jahren der Entwicklung ist gemischt, mit einem deutlichen Hang ins Positive. Viele sagen, Star Citizen hat Potenzial, was zu scheitern, enormes Potenzial, dass es nichts wird. Aber wenn ich mir jetzt diese Bilder anschaue, dann sind diese Bilder, so ruckelhaft sie teilweise auch sein mögen, wenn hier meine FPS im Hangar einbrechen. Ich habe echt eine brauchbare Grafikkarte, aber es liegt hier an der Festplatte. Dann sehen wir, dass hier eine Menge Hui ist, ja, sondern echt eine Menge ist, ein schickes Design, dass dieses Spiel einen gewissen Kunstwert auch besitzt, wegen der Lichteffekte, der Größe und dergleichen. Und die Essenz dahinter, die Spielbarkeit, die müsste noch überarbeitet werden. Und ihr habt ja gesehen, man backt durch Schiffe. Es funktioniert nicht, dass man fliegt und rumlaufen kann gleichzeitig. Dann hat mir wiederum ein Kollege gesagt, das soll gefixt werden. Entschuldigung, Schluck auf. Dann habt ihr gesehen, wie die Schiffe so fliegen. Es sieht nicht so aus, als wenn es hier um Weltraum geht. Und da wiederum hat man mir auch gesagt, es soll später mehrere Modi geben, mit der die Schiffe sich ein bisschen arcade-lastiger fliegen lassen oder eben simulationslastiger und dann dafür eben besser steuerbar sind und man mit solchen Manövern jemanden ausmanövrieren kann, der diesen Casual-Flugmodus dann eher nimmt. Also, wenn ihr euch jetzt schon mit dem Spiel beschäftigt habt, dann wisst ihr, es ist eine ganze Menge könnte, sollte, würde,
ja, in diesen Foren und in den Kommentaren der Videos. Es ist eine Unzahl an Spekulationen und Hoffnungen dazu. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so mit Star Citizen zurückhalte, weil ich nicht eingefangen werden will davon. Also ich will nicht auf diesem Hype-Train, sofern er noch existiert, mitreiten, denn dann verliere ich meine Objektivität. Und nun ja, ich habe nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, allzu sehr Vorfreude für ein Spiel zu zeigen, wenn man noch andere Projekte am Laufen hat. Und ihr könnt das vielleicht verstehen, oder wenn ihr jetzt solche Hardcore-Fans seid, was ich am Anfang meinte, dann könnt ihr das vielleicht gar nicht verstehen. So, jetzt aber für mich das Zwischenfazit nach circa 3-4 Stunden hier mit dem ganzen Titel ist, hat Potenzial, hat enorm viel Potenzial, und die Frage bleibt im Raum, wie viel Mainstream, wie viel Gameplay, wie viel Zukunftsvision wird jetzt hier tatsächlich umgesetzt, oder wie viel ist am Ende nur schicker Schein und wie viel ist dann tatsächlich Sein. Ja, ich meine, wir haben in letzter Zeit einige Titel gesehen wie Titanfall oder Evolve, bei der der Schein wirklich schön aussah, bei der es wirklich einen guten Eindruck machte und bei der das Ganze sich dann später als gewisses, naja, der ein gewisser Dämpfer drin war. So viel dazu. Mehr möchte ich jetzt zu dem Thema nicht verlieren. Und wenn ihr euch für Star Citizen interessiert, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Vielzahl von Videos dazu im Netz finden. Mein Name ist Jeremiah Rose. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich hiermit. Wir hören uns, Leute. Ciao.